Die heutige Verlosung läuft folgendermaßen ab. Alle Lose befinden sich in diesem Behältnis, werden unter meiner Aufsicht dann von den drei Projektverantwortlichen gezogen. Anschließend erhalten die drei Gewinnerinnen und Gewinner die Preise dann zugeschickt. Und wir hoffen natürlich, dass die Preise den Gewinnerinnen und Gewinnern gefallen werden. Herzlich willkommen zur Ziehung der Gewinner von unserem Rezeptwettbewerb. Wie Sie wissen, haben wir ja unseren Rezeptwettbewerb im Februar 2020 gestartet. Und wir sind sehr stolz, dass wir sagen können, wir haben mehrere hundert Einsendungen bekommen, auch bundesweit. Wir werden heute jetzt auch die Gewinner des Wettbewerbs ziehen. Und ich freue mich, dass wir uns dafür hier zusammenfinden konnten. Die Julia Porkas vom THW Ortsverband Beuel und der Heiko Kerb von den Maltesern aus Bonn. Und wir haben natürlich auch eine Fachaufsicht. Das ist unser Kollege aus dem BBK, der Herr Herzog. Und mein Name ist Ursula Fuchs. Ich bin auch im BBK. Ich bin auch Teil dieses Projektteams Notfallkochbuch. Und ja, dann würden wir jetzt gleich starten. Vielen Dank. Ich möchte gerne auch noch ergänzen, dass wir ein wenig später dran sind mit der Verlosung. Das tut uns natürlich leid. Grund dafür ist unter anderem die Corona-Pandemie an sich und die Tatsache, dass der Herr Kerb und ich ja auch ehrenamtlich eingebunden sind in die Bewältigung der Pandemie. Und dann hat sich das natürlich alles ein wenig verzögert. Ja, wir baten um die Einsendung von Rezepten zum Kochen ohne Strom. Und deswegen haben wir hier auch die Preise zum Kochen mit Geräten ohne Strom. Wir werden dann gleich mit der Verlosung erst des dritten, dann des zweiten und dann des ersten Platzes beginnen. Gut, dann schreiten wir nun zur Ziehung der Gewinnerinnen und Gewinner. Den dritten Preis gewinnt Gudrun und Martin K. So, der zweite Preis geht an Valeria B. Herzlichen Glückwunsch. So, dann kommen wir zum ersten Preis. Und der geht an Mike D. Herzlichen Glückwunsch. Wir gratulieren herzlich allen Gewinnerinnen und Gewinnern beim Rezeptwettbewerb und werden in den nächsten Tagen per Post die Gewinne zusenden. Und für alle jetzt noch die Nachricht, die Rezepte, die wir ausgewählt haben, um tatsächlich auch in unser zukünftiges Notfallkochbuch reinzukommen, sind bereits ausgewählt, die Jury war tätig und wir werden das Buch Anfang Oktober herausbringen. Sie können sich also schon freuen. Anfang Oktober wird dieses Buch auch im Buchhandel erhältlich sein und wir sind auch sehr zufrieden, dass das so einen schönen Abschluss gefunden hat und wir kennen ja schon die Rezepte. Und wir können nur sagen, bleiben Sie neugierig und kaufen Sie das Buch, wenn es denn da ist. Auf Wiedersehen.